Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben 10.18 Uhr und wir beginnen mit der Vorlesung Schuldrecht Römisch 1 Vertragsschuldverhältnisse. Und wir machen heute das Thema Erfüllung, Annahmeverzug und Erfüllungssurrogate. Bei Erfüllung denkt man vielleicht so ein bisschen so an Yoga, so finde deine Erfüllung. Und wir haben dazu einen etwas volleren Zeitplan, nämlich wir müssen zunächst mal wiederholen, was wir letzte Woche gemacht haben. Dann gucken wir uns 362 bis 366 an. Dann gucken wir uns an, was passiert, wenn man was anderes anbietet als geschuldet. Und schließlich machen wir auch noch 293 bis 304 BGB, die wir aber auch schon mal kurz gesehen haben. Fangen wir kurz mit der Wiederholung an. Da habe ich zunächst für Sie nochmal einen Überblick, damit Sie sehen, das hat alles einen Plan. Wir haben ganz am Anfang in der zweiten Stunde angefangen mit dem Thema Entstehung von Schuldverhältnissen. Erinnern Sie sich? Ganz am Anfang. Und wir haben gelernt, die meisten Schuldverhältnisse, die wir kennenlernen, sind vertragliche Schuldverhältnisse oder auch, wie das BGB sagt, rechtsgeschäftliche. Dazu finden wir Regelungen in 311 Absatz 1, 311a, 311b, 311c und in den 145 folgende, die Sie letztes Semester gemacht haben. Also Entstehung von vertraglichen Schuldverhältnissen ist kein Problem. Wir haben auch gesehen, es gibt in 311 aber noch zwei andere Absätze, nämlich Absatz 2 und Absatz 3 und der regelt rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse. Die kommen nicht durch einen Vertrag zustande, sondern durch Vertragsverhandlungen, Vertragsanbahnung oder ähnliche geschäftliche Kontakte. Und wir haben gehört und direkt wieder vergessen, es gibt auch gesetzliche Schuldverhältnisse. Dazu gibt es eine eigene Vorlesung, Schuldrecht Römisch 2, und die kommt erst im nächsten Semester. Nachdem wir das in der ersten Veranstaltung besprochen haben, haben wir dann uns beschäftigt mit den Rechtsfolgen und haben gesehen, aus einem Schuldverhältnis entstehen Pflichten. Und zwar Leistungspflichten nach 241 Absatz 1 und Rücksichtnahmepflichten nach 241 Absatz 2. Und bei den Leistungspflichten wiederum haben wir uns relativ intensiv letzte Woche beschäftigt mit dem Inhalt. Und da haben wir zunächst mal die allgemeinen Regelungen zum Leistenden, zum Leistungsort und zur Leistungszeit behandelt. Das heißt, wir haben geguckt, wer muss wo, wann leisten. Dann haben wir uns angesehen, einzelne Pflichten, zum Beispiel Zinsen, zum Beispiel was eine Geldschuld ist. Und da haben wir uns viele Paragraphen angeguckt und festgestellt, das ist alles sehr schwierig. Bei der ganzen Sache haben wir auch schon einen Blick nach vorne geworfen zu Sachen, die wir erst noch machen müssen, nämlich zu den Folgen von Pflichtverletzungen. Wenn ich die Pflicht nicht oder schlecht erfülle, dann muss ich nach 280 BGB Schadensersatz leisten. Wie das genau funktioniert, machen wir später noch, aber wir müssen aus praktischen Gründen auch immer wieder mal dahin gucken, damit Sie sehen, wie das in der Klausur aussehen könnte. Und heute endlich beginnen wir mit dem wichtigsten Thema im Schuldrecht, das habe ich Ihnen in der ersten Stunde gesagt, dem Erlöschen von Leistungspflichten, ab welchem Zeitpunkt Sie nicht mehr leisten müssen. Und dabei werden wir auch berücksichtigen müssen, was gilt, wenn jemand eine Leistung nicht annimmt, nämlich im Annahmeverzug. Das hatten wir auch schon mehrmals angesprochen. Sie erinnern sich an den Fall mit dem Geldkoffer. Das kommt jetzt heute nochmal im Detail. So, bevor wir das aber machen, möchte ich nochmal kurz wiederholen, was wir in der letzten Woche gemacht haben. Und zwar angefangen mit letzten Dienstag. Das waren die Sachen zu den besonderen Leistungspflichten. Schauen wir mal, ob da etwas hängen geblieben ist.
So, schauen wir mal. Alle Aussagen treffen zu. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer. Wo haben wir Regelungen zu Aufwendungen im allgemeinen Schuldrecht gesehen? Im allgemeinen Schuldrecht. Das heißt in Paragraph 241 bis 432. Ja? 284. Ja, 284, der sagt, sie kriegen vergebliche Aufwendungen ersetzt. Ja. 256. 256. Gucken wir uns mal 256, 257 an. Der regelt, wie man Aufwendungen ersetzen muss. Und da werden Sie sehr enttäuscht sein. Beim Schadensersatz haben wir die tolle Regelung, da steht Naturalrestitution. Bei den Aufwendungen gibt es gar nicht so eine tolle Regelung. Da haben wir nur eine einzige Sache, nämlich die Verzinsung in 256. Das heißt, Aufwendungen werden ab dem Tag, wo ich sie ersetzen muss, verzinst. Und zweitens 257, wenn Sie eine Verbindlichkeit eingegangen sind, erfolgt der Aufwendungsersatz dadurch, dass der andere diese Verbindlichkeit für Sie begleicht. Wenn ich sage, die werden ab dem Tag verzinst, wo Sie die Aufwendung getätigt haben, nochmal die Testfrage, mit welchem Zinssatz denn? Wir haben ja verschiedene Zinssätze kennengelernt. Welcher greift hier? Ja. 246, der gesetzliche Zinssatz, 4%, weil es keine andere Regelung gibt. Der gesetzliche Zinssatz greift immer dann ein, wenn es nirgendwo eine andere Regelung gibt. Das heißt, wenn Sie nichts finden, greift 246, 4%. Zweitens, bei einer Wahlschuld ist die Leistung ursprünglich auf zwei oder mehr verschiedene Gegenstände gerichtet. Wo steht das? Auf der Folie 262 BGB. Und was ist das Wichtige? Wenn sich dann der Wahlberechtigte für eine der beiden oder mehr Leistungen entscheidet, was passiert dann? Was ist die Rechtsfolge? Ja, das legt sich darauf fest, und zwar nicht erst ab dem Moment der Entscheidung, sondern man wird so gestellt, dass man von Anfang an nur diese eine Leistung vereinbart. Das steht in 262. Der Unterschied zwischen Wahlschuld und Ersetzungsbefugnis zeigt sich, wenn eine der zulässigen Leistungen unmöglich wird. Da müssen wir uns erstmal fragen, was heißt denn dieses Ersetzungsbefugnis nochmal? Da stehen also komische Worte. Was ist denn eine Ersetzungsbefugnis? Kann sich da noch jemand dran erinnern? Ja. Bei dem man festlegt, dass man eine Teilleistung auch mit einer Ersatzleistung erfüllen kann. Ja, in der Tat, das ist eine ungeschriebene Konstellation. Das bedeutet, im konkreten Fall muss der Schuldner zum Beispiel Geld zahlen. Das ist seine Pflicht. 433.2, er muss den Kaufpreis zahlen. Er hat aber die Befugnis, dass er statt Geld zu zahlen zum Beispiel sein altes Auto in Zahlung gibt oder seinen alten Computer oder sein altes Handy. Er hat also die Möglichkeit, statt Geld zu zahlen, einen Teil des Geldes durch Übereignung einer Sache aufzufangen. Statt Geld gibt es Handy. Wenn er das nicht will, kann er trotzdem noch den vollen Preis bezahlen. Er hat also das Recht, den vollen Preis zu bezahlen, wenn er will. Es ist also seine Entscheidung.
Es ist keine Wahlschuld, weil er hat nicht zwei verschiedene Sachen, er schuldet eigentlich nur Geld. Von vornherein schuldet er nur Geld, er darf nur was anderes als Ersatz anbieten. Und der Unterschied zeigt sich in der Tat, wenn eine der beiden Leistungen unmöglich wird. Was gilt, wenn bei der Wahlschuld es nicht möglich ist, eine der beiden wählbaren Sachen zu erbringen? Dann muss man die andere erbringen. Und wo steht das? Ja, 265 BGB, man schuldet nur die eine Leistung. Was passiert bei der Ersetzungsbefugnis, wenn die Ersatzsache nicht erbracht werden kann, wenn das Auto explodiert und ich kann mein Auto nicht als Zahlung erbringen? Dann schuldet man nur den Geldbetrag. Und jetzt kommt das Schwierige, was passiert, wenn man insolvent wird und die Schuld nicht mehr bezahlen kann, kann dann der andere sagen, okay, dann nehme ich kein Geld, dann nehme ich stattdessen das Auto. Kann man sagen, okay, wenn kein Geld da ist, nehme ich auf jeden Fall das Auto. Hat der Verkäufer diese Befugnis bei der Ersetzungsbefugnis? Geldschulden werden nie unmöglich, das ist in der Tat so. Aber jetzt kann er ja sagen, okay, ich weiß genau, im Insolvenzverfahren würde ich bestenfalls eine Quote kriegen von 3%. Auto, ist eine viel tollere Sache. Auto, habe ich was in der Hand. Der Ersetzungsbefugnis erklärt ja lediglich der Annahme oder den Teil, dass er annehmen wird, weil er kann dann nicht schon sagen, ich möchte das Auto haben. So ist es. Also bei der Ersetzungsbefugnis hat der Gläubiger keine Befugnis, eine andere Sache zu fordern. Er muss sie nur annehmen. Er hat also eine Pflicht anzunehmen, aber er hat keinen Anspruch, den er fordern kann. Er darf also nicht entscheiden, er muss das nehmen, was ihm angeboten wird. Wenn also die ursprüngliche Leistung unmöglich würde, hätte er Pech gehabt, dann müsste er halt gar nichts kriegen. Er hat kein Recht auf den Ersatz, er muss es nur annehmen, wenn es ihm angeboten wird. In der Praxis kommt die Wahlschuld selten vor. Ja, weil man entweder sagt, okay, wir einigen uns auf eine Gattung, Sie erinnern sich, 243, oder man macht eine komplette Leistungsbestimmung und sagt, such dir einfach irgendeine Farbe oder was aus, aber diese Sache, du kannst entweder A oder B haben, ist eigentlich so gut wie nie der Fall, weil man muss dir enumerativ auflisten, wähle Auto 1, 2 oder 3 oder wähle Pferd 1, 2, 3, Menü 1, 2, 3, das macht man recht selten. So, am Donnerstag haben wir uns beschäftigt mit AGB-Kontrolle. So, schauen wir mal, die erste Aussage ist falsch. Warum ist die erste Aussage falsch? Es geht nur darum, dass der Verwender die irgendwann mal öfters verwenden möchte und ich weiß, was er getan hat. Hervorragend. Es ist nur erforderlich, dass der Verwender die Klausel mehrmals verwenden will. Er muss sie nicht bereits mehrmals verwendet haben, es reicht der Plan. Zweitens. Ein Aushang, wonach Taschenkontrollen im Supermarkt durchgeführt werden, stellt eine AGB dar. Warum? Was ist eine AGB? Ja? Mhm. Ja,
Genau das, wenn wir in 305 lesen, dann sehen wir für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. An welchem Merkmal könnten wir bei diesem Aushang ein Problem haben? Abschluss des Vertrages, wenn man in den Supermarkt reingeht, hat man noch keinen Vertrag mit dem Supermarktbetreiber. So ist es. Wenn man allein in den Supermarkt reingeht, hat man noch keinen Vertrag geschlossen. Wann schließt man den Vertrag im Supermarkt? Ja? Ja. Ja. Nach herrschender Meinung erst an der Kasse. Wie können das denn dann trotzdem AGB sein? Ja, wir haben gesagt, allein das Betreten des Supermarkts und das Umgucken ist ein rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis. Nach welcher Norm? Ja, 311 Absatz 2 Nummer 2. Nun ist das natürlich ein rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis und kein Vertrag. Aber wenn wir schon ein rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis haben, kann man das erst recht durch einen Vertrag genauer ausgestalten. Und wenn man sagt, jeder, der in mein Haus kommt, muss folgende Hausordnung einhalten, dann ist das schon ein Vertrag, den ich mit dem Besucher meines Hauses schließe. Und das ist eine solche Klausel. Nur mal so als Testfrage, ist denn diese Klausel so per se okay? Kann man das machen? Jeder, der in die Uni kommt, erklärt sich damit einverstanden, dass er durchsucht wird. Oder jeder, der bei Aldi einkaufen will, lässt sich abtasten. Geht das? Was meinen Sie? Ist das okay? Heute in Zeiten von Terrorismus, abtasten immer gut. Ja? Ja, kommt drauf an, aber ich glaube, in dieser Zeit würde ich immer zu bestimmten Einwänden sicher. Ja, gut. Also in der Tat, wir kommen bei der AGB-Kontrolle irgendwann mal auf 307 Absatz 1 BGB und der sagt, Bestimmungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Es ist mit Sicherheit ein Nachteil, abgetastet zu werden und die Handtasche durchsucht zu bekommen. Die Frage ist, ob das unangemessen ist unter Berücksichtigung von Treu und Glauben. Und dann müssen wir abwägen die Interessen aller Beteiligten. Der Supermarktbetreiber will natürlich A, verhindern, dass die Sachen klauen und B, vielleicht, dass sie Messer und Bomben und Pistolen mit sich rumschleppen. Sie dagegen möchten nicht angegrapscht werden von irgendwelchen dubiosen Sicherheitskräften. Und da muss man ihre Interessen in Einklang bringen. Und dann ist halt die Frage, was hat Vorrang? Und dann sagt man, in Deutschland gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Sie gelten so lange als unschuldig, bis zumindest ein konkreter Verdachtsmoment besteht. Und ohne Verdacht darf sie keinen durchsuchen. Das heißt, wenn Sie mit einer Tasche durchgehen, wo drauf steht Bombe, Vorsicht, dann darf man die vielleicht durchsuchen. Aber wenn Sie einfach nur normal in den Supermarkt gehen, gibt es keinen Grund, sie abzutasten. Ja, gucken wir weiter. Jede unübliche Klausel ist überraschend im Sinne von 305c Absatz 1 BGB. Jetzt ist das falsch. Warum soll das denn falsch sein? Wenn es total unüblich ist? Wenn der Supermarkt eine Klausel hat, wer hier reinkommt, muss nackt rumlaufen. Das ist unüblich. Boah, überraschend. Ja. In der Tat, die Überraschung setzt zwei Elemente voraus. Das erste Element ist, es muss so komisch sein, dass es kein anderer macht. Das zweite muss aber auch sein, Sie dürfen es nicht auf einen Blick entdecken. Wenn also am eigenen Supermarkt steht, FKK-Supermarkt, hier nur nackt einkaufen, dann können Sie überlegen, ob Sie reingehen oder nicht. Es ist auf jeden Fall nicht überraschend. Sie können sich nicht überraschen und sagen, ach, damit hat sie es gar nicht gerechnet. Wenn ein großes Schild steht, hier nur nackt, selber schuld, wenn Sie reingehen. Ja? Also überraschend heißt nicht nur unüblich, überraschend heißt auch nicht entdeckbar. Ja, nur Unternehmer können AGB verwenden. Jetzt sagen Sie ja, deswegen geht es eben um Supermärkte und irgendwelche Online-Geschäfte. Können auch Privatleute AGB verwenden? Können Sie AGB verwenden? Wie machen Sie das denn? Wann denn?
Ja? Ja, also braucht man zum Beispiel, wenn das Verwalter mit einem AGB verwenden, wenn man zum Beispiel jemanden im Auto mitnehmen möchte, weil er sagt, jedes Mal den gleichen Satz. Ich übernehme keine Haftung für Sicherheit. Ja, Privatleute können selbstverständlich auch AGB mitverwenden, zum Beispiel immer dann, wenn man jemanden mit in seinem Auto nimmt und immer sagt, Achtung, wenn du hier mitfährst, auf eigene Gefahr, dein Leben ist gefährdet, wenn du Beifahrer bist. Das ist eine AGB, die unter Privatleuten verwendet wird. Praktisch sehr häufig sind auch Gewährleistungsausschlüsse, wenn Sie regelmäßig Sachen bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen verkaufen, schreiben viele rein, die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Das machen die bei jedem einzelnen Verkauf. Dann ist das eine AGB, weil es für eine Vielzahl von Verträgen von Ihnen vorformuliert ist. Das heißt, auch hier AGB, obwohl man nicht Unternehmer ist. Sie verkaufen, weil Sie gerade umziehen, Ihre alten Möbel bei eBay und schon haben Sie AGB verwendet. Ja, letzter Punkt. Die AGB-Kontrolle ist vorrangig gegenüber 138 und 242 BGB. Stimmt das? Ja. Warum? Ja, okay, das ist das historische Argument. Früher, als es sie nicht gab, hat man sich darauf berufen und heute hat man halt versucht, das umzusetzen. Welches praktische Argument ist denn? Was ist denn die Rechtsfolge von 138 BGB? Was passiert, wenn ein Vertrag gegen die guten Sitten verstößt? Dann ist er nichtig. Und was ist, wenn nur ein Teil des Vertrages gegen die guten Sitten verstößt und ein anderer Teil gut ist? Was sagt das BGB dann? So ist es. Nach 139 BGB, wenn auch nur ein Teil nichtig ist, ist im Zweifel alles nichtig. Und was gilt denn bei AGB? Ja? Ja, nach 306 Absatz 1 fällt nur der unwirksame Teil weg, dann gilt nach 306 Absatz 2 das dispositive Recht. Gibt es denn da auch die Möglichkeit, dass der ganze Vertrag unwirksam ist bei 306? Ja, in der Tat nach 306 Absatz 3, in ganz besonderen Härtefällen kann es sein, dass der ganze Vertrag wegfällt. Das heißt, wir haben genau die Umkehrung von 139. In Ausnahmefällen ist der Vertrag nichtig, ansonsten immer nur der eine Teil weggestrichen. Das bedeutet auch in der Klausur, wenn Sie AGB haben, dürfen Sie 242, 138 im Hinblick auf den Inhalt der AGB nicht anwenden. Sie dürfen aber 242 anwenden, soweit es um die Erfüllung des Vertrages geht. Das heißt, Sie gucken dann, ob er nicht vielleicht doch etwas weniger annehmen muss oder ähnliches, wie in unserem Geldkofferfall. So, letzte Wiederholungsfolie für heute, das verspreche ich Ihnen auch. Wir haben auch gesprochen über Verbraucherschutz. Da wird jetzt keiner mehr mitmachen. Doch einer. Verbraucherschutz war der Moment, wo Sie alle gesagt haben, interessiert mich eh nicht, da gehe ich nach Hause. Gegen Ende der letzten Veranstaltung. So, schauen wir mal, wenn ein Unternehmer so tut, als sei er Verbraucher, kann er sich auf Verbraucherschutzrecht berufen, das kann ja nicht stimmen. Wenn das so wäre, würde ja jeder lügen und sagen, ich bin Verbraucher, damit er hinterher sagen kann, ja, hier, ich widerrufe nach 2 Wochen oder sowas. Das geht nicht. Allein die Behauptung, ich bin Verbraucher, reicht nicht. Ob Sie Verbraucher sind oder nicht, richtet sich nach § 13 und ist damit zwingend. Ja, Verbraucherschutz erfolgt unter anderem dadurch, dass bei Vertragsschluss zusätzliche Informationen mitgeteilt werden müssen. Das finden Sie ausdrücklich im BGB geregelt, nämlich wo steht da was zu Informationen bei Vertragsschluss gegenüber Verbrauchern?
Ja? 312b. D. 312d in der Tat, der gilt allerdings nur für Verträge, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen sind oder in Fernabsatzgeschäften. Was ist denn bei Verbrauchergeschäften, die in einem Laden geschlossen werden? Habe ich da auch Informationspflichten? Die gehen in den Laden, muss man sie über irgendwas informieren? Ja? 312a Absatz 2. Ja, 312a Absatz 2 sagt, man muss sie bei jedem Vertragsschluss über ganz viele Sachen informieren. Welche das sind, steht im EGBGB, zum Beispiel über den Preis, dass da zum Beispiel steht Preis inklusive Mehrwertsteuer, über die Menge, über den Hersteller. All diese Informationen müssen Sie kriegen. Wenn Sie mal in den Laden gehen, steht dann auch, was weiß ich, Sie kaufen, sagen wir mal, Waschmittel, dann steht dann da, eine Waschladung kostet so und so viel Euro. Das sind Angaben, die müssen Ihnen mitgeteilt werden nach Artikel 246 EGBGB in Verbindung mit der Preisangabenverordnung, die Ihnen genau sagt, welche Einheiten da zu verwenden sind. Ganz tolle Regelung, basiert auch auf Europarecht inzwischen. Ja, dritte Aussage, erfolgt ein Rechtsgeschäft auch zu privaten Zwecken, ist der Schwerpunkt für die Beurteilung des Verbrauchergeschäfts entscheidend. Woraus ergibt sich das, dass es auf den Schwerpunkt ankommt und nicht ein bisschen Unternehmer schon das Ganze kaputt macht oder ein bisschen Verbraucher das Ganze im Verbraucherschutz macht? Wo steht das? Wir müssen ja hier nichts auswendig lernen. Ja, in Paragraph 13, und zwar welches Wort ist da entscheidend? Überwiegend. Paragraph 13 sagt, es kommt darauf an, was überwiegt. Nächstes Semester werden Sie Handelsrecht machen. Da gibt es Parallele im HGB bei den Handelsgeschäften. Da muss auch das Ganze überwiegend kaufmännisch sein. Aber machen Sie erst nächstes Semester. So, ich habe Ihnen schon angekündigt, wir haben damit das erste Kapitel komplett abgeschlossen. Wir sind jetzt im zweiten Kapitel und befassen uns mit dem Untergang von Leistungspflichten. Das bedeutet auch, ich lade heute Nachmittag den nächsten Teil des Skripts hoch und dann können Sie sich mit diesen spannenden Themen beschäftigen. Sie wissen auch, diesen Donnerstag ist Feiertag, das heißt, da haben Sie frei. Und die zweite gute Nachricht ist, nächsten Montag fällt auch aus, weil ich da in Nürnberg bin und da irgendwas zu Prüfungen am Computer erzählen soll. Das bedeutet aber nicht, dass Sie frei haben, sondern Sie kriegen eine Hausaufgabe. Welche das ist, erzähle ich Ihnen aber morgen. So, keine Zeit zum Quatschen. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Erfüllung. Da gucken wir uns zunächst mal an, wo Sie die Erfüllung in der Klausur prüfen. Das ist nicht schwierig. Wie im ersten Semester prüfen Sie zunächst mal, der Anspruch müsste entstanden sein. Dazu müsste ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen sein. Das können Sie im Schuldrecht in einem Satz abhandeln oder wie hier in zweien. Mehr wird da von Ihnen im Schuldrecht nicht erwartet. Der eigentliche Schwerpunkt ist der unter Römisch 2, allerdings könnte der Anspruch erloschen sein. Und wann ein Anspruch erlischt, regelt zum Beispiel 362 Absatz 1, der sagt nämlich, das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt ist. Das ist nicht so schwierig. Sie müssen sich nur eine einzige Sache merken, statt das Schuldverhältnis müssen Sie da lesen, die Leistungspflicht. Denn Sie erinnern sich düster, ich habe Ihnen gesagt, ein Schuldverhältnis hat ganz viele Leistungspflichten enthalten. Es kann zum Beispiel sein, beim Kaufvertrag hat der Käufer die Pflicht zu bezahlen und der Verkäufer die Pflicht zur Übergabe und zur Übereignung. Wenn nur der Käufer bezahlt hat, kann es nicht sein, dass die Pflicht des Verkäufers erlischt. Das heißt, das Schuldverhältnis besteht natürlich fort. Ebenso, wenn der Verkäufer
fünf Stühle liefern muss, in, was weiß ich, drei Lieferungen, dann hat er natürlich nicht erfüllt, wenn er die erste Lieferung getätigt hat. Erst dann, wenn alle fünf Leistungspflichten erfüllt sind, sind auch alle fünf Leistungspflichten erloschen. Ja? Das heißt, ersetzen Sie das Wort das Schuldverhältnis durch die Leistungspflicht und schon ist die Norm einfach und verständlich. Wie Sie das subsumieren, ist nicht schwierig. Hier hat K 100 Euro als Kaufpreis angezahlt, damit hat er die geschuldete Leistung bewirkt und der Anspruch ist durch Erfüllung erloschen. Daher kann er nicht mehr Erfüllung verlangen. Sie können nur einmal Erfüllung verlangen, wenn erfüllt worden ist, ist die Sache damit erledigt. Ja, war nicht schwierig. Warum hat er eine ganze Vorlesung dazu? Hätte ich auch vorher gewusst. Wir gucken uns mal die Voraussetzungen etwas näher an. 362 setzt voraus, dass der Leistungserfolg eingetreten ist. Das heißt, zum Beispiel beim Kaufvertrag muss der Käufer Besitzer durch Übergabe und Eigentümer der gekauften Sache geworden sein. Es reicht nicht, dass die Sache mit der Post losgeschickt worden ist. Es reicht nicht das Versprechen, du sollst mal Eigentümer werden. Er muss Eigentümer geworden sein. Solange das nicht der Fall ist, ist keine Erfüllung eingetreten. Das bedeutet zum Beispiel auch, wenn die Sache gestohlen worden ist, kann der Dieb kein Eigentum verschaffen, dadurch, dass er ihm die Sache übergibt. Steht in 935 BGB, lernen Sie im Sachenrecht. Auch bei der Bezahlung ist es so, das Geld muss ankommen. Es muss also auf dem Konto des Käufers landen oder der muss Geldscheine in die Hand kriegen. Es reicht nicht, dass ich eine Überweisung veranlasst habe. Es reicht nicht, dass ich das Geld in den Umschlag gepackt habe und losgeschickt habe. Es muss ankommen. Nun haben wir aber auch gelernt, dass es oft gar nicht in der Hand des Schuldners liegt, ob er erfüllt oder nicht. Denn der Gläubiger muss manchmal mithelfen. Er muss die Sache zum Beispiel annehmen. Wenn er es einfach so dahinstellt und sagt, versucht mal mir die Geldscheine zu geben, ich nehme die nicht an und immer schnell weghuscht, dann hat der Schuldner ein Problem. Dann kann er seine Schulden nicht bezahlen. Damit tritt nie Erfüllung ein. Solange der Gläubiger nichts annimmt, kann ich nicht erfüllen. Der muss mitspielen. Deshalb haben wir zum Beispiel beim Abschicken gelernt, gibt es die Regelung der 293 folgende, den Annahmeverzug. Der Annahmeverzug stellt auf die Leistungshandlung ab. Wenn der Schuldner getan hat, was er tun kann, und der Gläubiger schuld ist, das nicht erfüllt worden ist, dann greifen 293 folgende, und wir haben gesehen zum Beispiel, wenn dann die Sache kaputt geht oder zerstört wird, muss der Schuldner nicht mehr leisten. Dann wird er so behandelt, als hätte er richtig geleistet. Ja? Also Erfüllung heißt immer, der Erfolg ist eingetreten. Das merken Sie sich jetzt schon mal. Gucken wir uns einen schwierigen Fall an, nämlich diesen hier, den ich mir heute Morgen im Zug nach Bonn ausgedacht habe. K. hat bei V. eine Vase für 5.000 Euro gekauft. Als V. ihm die Vase übergibt und übereignet, ist K. gerade knapp bei Kasse. Man einigt sich, dass K. erst am Anfang des nächsten Monats bezahlen soll. Als K. nach Hause kommt, trifft er dort zufällig seinen Bruder B. Diesem hatte K. vor einem Jahr ein Darlehen über 10.000 Euro gewährt, welches B. ihm nun vollständig in bar zurückzahlt. K. freut sich und will mit dem Geld sofort seine Schulden bei V. tilgen. Er geht zu V. und übergibt ihm die 5.000 Euro. Anfang des nächsten Monats meldet sich V. bei K. und begehrt noch einmal Zahlung des Kaufpreises. Die ihm übergebenen 5.000 Euro seien nicht erfüllungstauglich, da sie zu früh bezahlt wurden. Frage, kann V. jetzt Zahlung von 5.000 Euro zum zweiten Mal verlangen? Jetzt denken Sie sich, was ist für ein blöder Fall, ist doch völlig klar, was da rauskommt. Sage ich Ihnen, stimmt. Aber Sie müssen ja nicht nur reinschreiben, nein, Punkt, sondern Sie müssen ja irgendwie auch begründen, warum nein. Sie können bei jeder Klausur hinschreiben, ja oder nein im Zweifel. Aber das ist keine 18-Punkte-Arbeit. Also, wie prüfen wir diesen Fall gutachterlich?
Wie würden Sie das prüfen? Wir brauchen zunächst mal einen Obersatz, der ist hier nicht wirklich schwierig. Wie lautet unser Obersatz in diesem Fall? Ja? Hervorragend. V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 5.000 Euro gemäß 433 Absatz 2 BGB haben. Ja, und dann ist der Fall gelöst, oder was? Was brauchen wir dann? Ja. Hervorragend. Der Anspruch müsste erstmal entstanden sein. K und V haben einen Kaufvertrag geschlossen. Nach 433 ist damit auch ein Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Kaufpreises entstanden. Gut. Ja, ist der Fall jetzt endlich gelöst. Ja. Würde man halt vor, der Anspruch könnte runtergegangen sein oder erloschen halt. Mhm. Und dann würde man halt auf Paragraph 162 verweisen, indem man sagt, dass der Anspruch erlischt, wenn die Leistung bewirkt wird. Ja, also in der Tat, der Anspruch könnte untergegangen sein nach Paragraph 362 Absatz 1 BGB. Dazu müsste, müsste die geschuldete Leistung bewirkt worden sein. Jetzt, wenn Sie da genau hingucken, steht da in der Tat drin, die geschuldete Leistung. Was war denn hier die geschuldete Leistung? Ja, 5.000 Euro. 5.000 Euro, egal wo, wie, wann. 5.000 Euro erst am Anfang des nächsten Monats. Hat er 5.000 Euro am Anfang des nächsten Monats bezahlt? Nein, davor hat er den Satz 271 Absatz 2. Ja. Schuldner auch vorher bewirken darf. Ja. Ja, in der Tat. Es war zwar vereinbart, dass er erst am Anfang des nächsten Monats zahlen darf, allerdings sagt 271 Absatz 2 BGB, ist die Vereinbarung eines Leistungszeitpunkts nur eine Beschränkung des Gläubigers, das heißt, er darf nicht vorher verlangen, aber keine Beschränkung des Schuldners. Er darf also vorher leisten. Also, was stellen wir fest? Ist die Leistung wie geschuldet erbracht? Ja, damit ist Erfüllung eingetreten, damit ist der Anspruch untergegangen und damit ist hier kein Anspruch auf erneute Zahlung von 5.000 Euro. Gut, jetzt wandeln wir den Fall noch ein bisschen ab, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Was wäre denn, wenn vereinbart worden ist, dass der das Geld an den V in dessen Wohnung zahlen musste? Und jetzt treffen die sich zufällig auf der Straße. Und er sagt, ach gut, dass ich dich treffe, hier 5.000 Euro. Und der V sagt, ach danke, nehme ich. Kann er denn dann hier sagen, ha, jetzt kriege ich nochmal 5.000, denn du warst nicht in meiner Wohnung. Ha, reingefallen. Hättest du mal lieber richtig gemacht. In der Tat, 311 Absatz 1 BGB sagt, Sie können einen Vertrag jederzeit durch einen neuen Vertrag ändern. Sie können also sagen, tausche Wohnung gegen Straße und das können Sie ganz spontan sagen. Sie brauchen dafür nichts Schriftliches, das können Sie einfach so machen. Merken Sie sich also, bei 362 steht drin, geschuldete Leistung. Geschuldete Leistung heißt, richtiger Gegenstand, das heißt zum Beispiel bei 243 Absatz 1 mittlere Art und Güte oder bei 266 komplett und nicht nur ein Teil, durch die richtige Person, das bedeutet grundsätzlich der Schuldner selber, aber nach 267 Absatz 1 auch jeder Dritte, am richtigen Ort
Das heißt, wenn nichts vereinbart ist, irgendwo in dem Wohnort des Schuldners und des Gläubigers und last but not least zur richtigen Zeit, das heißt im Zweifel sofort nach Vertragsschluss. Aber in der Praxis spielen Abweichungen nie eine Rolle. Warum? Wenn es Minimalabweichungen sind, schadet das nach Treu und Glauben nicht. Wenn Sie ihn also vor der Haustür treffen, statt in der Wohnung, macht das schon alleine deshalb keine Rolle, weil das treuwidrig wäre, zu sagen, jetzt nehme ich es nicht an. Wir hatten das auch mit Geld. Wenn ich 100.000 Euro schulde und den 5-Euro-Schein vergessen habe, den letzten, dann muss der erstmal die 99.995 Euro annehmen. Zweitens, im Zweifel wird der Gläubiger, wenn er die Leistung denn annimmt, einer Vertragsänderung zustimmen. Dann haben wir zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Das gilt der geänderte Vertrag. Und last but not least, wenn das alles scheitert und zum Beispiel eine Vertragsänderung nicht möglich ist, weil eine Schriftformklausel besteht, das heißt, es zwingend ist, dass das Ganze schriftlich erfolgt, dann greift 364 Absatz 1, den wir uns gleich noch näher ansehen werden. Sie sehen also, das, was da oben steht, spielt in den Klausuren so gut wie nie eine Rolle. Sie müssen das zwar anprüfen und sagen, es ist eine Abweichung, im Zweifel führt die Abweichung aber zu nichts, weil man den Vertrag jederzeit ändern kann. Das bedeutet für Sie in der Klausur auch, es macht keinen Sinn, diese Punkte alle checklistenmäßig abzuhandeln. Wenn Sie sich das AG-Skript angucken, gibt es da eine Übersicht zur Erfüllung, da steht dann auch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und so weiter. Da steht oben ausdrücklich drüber kein Prüfungsschema. Damit will ich sagen, nur wenn wirklich einer dieser Punkte total problematisch ist, schreiben Sie was dazu. Sonst schreiben Sie kein Wort. Sie müssen nicht über Hohlschuld, Bringschuld, Schickschuld schreiben, wenn es nicht darauf ankommt. Lassen Sie es einfach weg. So, jetzt kommen wir zu zwei etwas schwierigeren Regelungen, nämlich 366 und 367. Gucken wir uns dabei zunächst mal 367 an. 367 sagt, Sie haben ein Schuldverhältnis, zum Beispiel einen Darlehensvertrag. Und innerhalb dieses Darlehensvertrages haben Sie verschiedene Ansprüche, nämlich einen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens, einen Anspruch auf Zinsen und möglicherweise einen Anspruch auf Bearbeitungsgebühren. Die Bank will dafür Geld, dass sie halt da ihren Kreditsachbearbeiter beschäftigt, der sie berät. Und dann sagt das BGB, wenn Sie jetzt 100 Euro zurückzahlen, dann gilt Folgendes: Sie zahlen zunächst auf die Kosten. Erst wird der Sachbearbeiter bezahlt, dann zahlen Sie auf die Zinsen. Und erst wenn alle Zinsen bezahlt sind, wird auch nur ein Cent auf Tilgung angerechnet. Die Tilgung kommt immer am Ende der Kette. Ja? So sieht es das BGB vor. Und das BGB ist sehr brutal. Das sagt nämlich, wenn Sie sagen, ich will alles auf Tilgung zahlen, dann darf der Gläubiger Ihr Geld ablehnen und sagen, dann will ich es nicht. Das heißt, der Gläubiger, die Bank, kann sagen, entweder du zahlst erstmal die Gebühren oder du zahlst den kompletten Betrag. Du kannst nicht von vornherein Tilgung zahlen. Wir wollen, dass du viele Zinsen aufbaust. Das sagt 367 BGB. Gut, jetzt sagen Sie sich, tolle Sache. 366 BGB betrifft einen anderen Fall. Bei 366 BGB haben Sie einen Gläubiger und einen Schuldner. Aber es gibt aus irgendeinem Grunde mehrere Geldforderungen. Der schuldet dem 100 Euro aus Vertrag 1, 100 Euro aus Vertrag 2 und 100 Euro aus Vertrag 3. Zum Beispiel, wenn Sie ein Zeitschriftenabo haben und Sie haben abonniert die Hör zu, die Bunte und den Playboy. Und Sie müssen dafür jeden Monat Geld bezahlen für Ihre drei Abos. Und die haben Sie alle drei beim selben Zeitschriftenversender abonniert. Wenn Sie jetzt nur 3,50 Euro zahlen, dann weiß der nicht, auf welche dieser vielen Forderungen will der jetzt bezahlen. Und dann sagt Ihnen Absatz 1, dürfen Sie selber sagen, für welche Zeitschrift Sie jetzt bezahlt haben. Das sagt 366 Absatz 1. Und anders als bei 367 kann er nicht sagen, nee, den Playboy zahlst du mal zuerst. Da kriegen wir nie Geld für. Der kann also sozusagen nicht sagen, ich lehne das ab, sondern Sie können bestimmen, worauf Sie zahlen.
Und jetzt kommt die tolle Regelung 366.2, wenn Sie nichts sagen. Da hat das BGB eine ganz tolle Vermutungsregelung aufgestellt und hat gesagt, im Zweifel wollen Sie nur dann zahlen, wenn Sie zahlen müssen. Das heißt, erst dann, wenn Fälligkeit besteht. Wenn Sie also eine Schuld haben, die noch gar nicht fällig ist, und eine Schuld, die fällig ist, zahlen Sie im Zweifel auf die fällige Schuld. Hätten Sie gesagt, na toll, bin ich auch so drauf gekommen. Zweitens, wenn Sie zwei Schulden haben und für eine hat Ihr Papa gebürgt, zum Beispiel Ihre Mietschulden, weil der Papa eine Mietbürgschaft abgegeben hat, dann sagt 366 Absatz 2, werden Sie im Zweifel nicht Ihren Papa aus der Bürgschaft entlassen wollen, sondern werden im Zweifel erstmal alle anderen Schulden begleichen. Sie zahlen also die Schulden, die für Sie am unsichersten sind, oder für den Gläubiger am unsichersten sind. Dann sagt das BGB, wenn es überhaupt keine Bürgschaft im Spiel gibt, dann geht es darum, welche Schuld Ihnen am lästigsten ist. Was heißt lästig? Lästig heißt die, wegen derer Ihnen schon Mahnschreiben geschickt hat, wegen der ein Anwalt eingeschaltet ist. Oder auch beim Playboy vielleicht, die Ihnen am peinlichsten ist. Das heißt Lästigkeit. Wenn man jetzt sagt, alles ist mir gleich lästig, ich will überhaupt keine Schulden haben, dann sagt das BGB, gilt die Schuld, die am ältesten ist. Das heißt, Sie gucken, wann ist die erste Schuld entstanden, wann ist die zweite Schuld entstanden und die ältere wird dann bezahlt. Und wenn alle gleich alt sind, ja, dann haben Sie also gleich lästig, gleich alt, gleich unsicher, gleich fällig, wenn alles gleich ist, dass es keinen Unterschied gibt, dann wird einfach quotal geteilt, dann wird also auf jede Schuld ein entsprechender Anteil gezahlt. Verhältnismäßig heißt nicht durch die Zahl der Schuld, sondern durch die Höhe der Schuld. Das heißt, wenn die eine Schuld 100 ist, die andere 50 und die dritte 25, ist die Quote wie? Na, das kann man gar nicht rechnen. Also, Sie zahlen 100 Euro, ja, und Sie haben Schulden 100 Euro, 50 Euro, 25 Euro. Wie werden diese 100 Euro verteilt? Ja, das ist eine tolle Frage. Nicht etwa 1, 1, 1, das wäre naheliegend, sondern das Verhältnis ist ganz einfach, Sie sagen, 100 Euro verhält sich zu 25 Euro wie 4 zu 1. 50 Euro verhält sich zu 25 Euro wie 2 zu 1. Das heißt, das Verhältnis ist 4 zu 2 zu 1. Und dann müssen Sie halt den ganzen Betrag durch 4 plus 2 plus 1 sind 7 teilen und bilden dann entsprechend die Quoten. Das heißt, Sie haben 4 Siebtel gehen auf den einen, 2 Siebtel auf den zweiten und 1 Siebtel auf den dritten. Und dann können Sie das so toll ausrechnen. Das heißt, der Klausur können Sie dann auch mal richtig Mathe mit Textaufgabe lösen. Toll, das machen wir. Ja, jetzt kommen wir zu einem Streit, der ist schwierig. Also jetzt sollten Sie mal aufpassen, ausnahmsweise. Und zwar, wir haben jetzt gelernt, es gibt Verträge, einen Kaufvertrag, ein Verpflichtungsgeschäft. Es gibt auch die Erfüllung dieses Vertrages durch Übereignung. 929 erfordert auch eine Einigung, auch einen Vertrag. Aber wir reden hier die ganze Zeit nicht über Kaufverträge und über dingliche Einigungen, sondern wir reden hier über Erfüllung. Und wir fragen uns, was ist eigentlich so eine Erfüllung? Wie qualifizieren wir die? Und der Streit konzentriert sich darauf, brauche ich dafür übereinstimmende Willenserklärungen, um zu erfüllen? Und es gibt eine Ansicht, die sagt, aber sicher doch, denn der Verkäufer sagt, ich möchte gerne mit dieser Sache erfüllen. Möchtest du das als Erfüllung annehmen? Und der Käufer muss sagen, angenommen, ich nehme das als Erfüllung an. Und nur wenn beide übereinstimmende Willenserklärungen haben, kann das Ganze überhaupt als Erfüllung gelten. Damit hätten wir drei Verträge. Erstens den Kaufvertrag. Zweitens die dingliche Einigung. Und drittens dazwischen einen Einigungsvertrag, einen Erfüllungsvertrag. Der Vertrag, der sagt, diese dingliche Einigung soll den Vertrag erfüllen. So eine Art Kleber, der die beiden Sachen verbindet. Wenn man dieser Ansicht folgen würde, könnte man insbesondere die Erfüllung anfechten. Man könnte also sagen, ups, ach, das ist die falsche Sache, ich wollte was ganz anderes.
Das könnte man machen. Zweitens bräuchte man für die Erfüllung auch Geschäftsfähigkeit. Wichtig zum Beispiel bei Babysittern. Babysitter sind oft nicht 18 Jahre alt. Das heißt, die könnten gar nicht wirksam sagen, ich will jetzt das Babysitten erfüllen. Das müssten immer die Eltern machen. Oder die müssten das halt genehmigen. Diese Meinung ist eine Mindermeinung. Die hat zwar den Vorteil, dass man drei Verträge hat, aber wenn Sie den Mann auf der Straße fragen würden, wie viele Verträge brauche ich, um ein Brötchen zu kaufen, kommt er mir sicher nicht auf drei, im Zweifel kommt er auf einen, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein mit den Fiktionen, das geht so nicht. Aber, sagen einige Leute, eine Willenserklärung brauchen wir mindestens schon. Denn wenn wir uns den 366 angucken, den wir gerade gesehen haben, dann steht da ja drin, ich kann sagen bei mehreren Schulden, welche Schuld ich erfüllen will. Wenn ich das aber sagen kann, dann habe ich ja als Leistender, als derjenige, der die Schuld erfüllt, zumindest eine Willenserklärung abgegeben. Und derjenige, der leistet, muss danach auch in der Lage sein, Willenserklärung abzugeben. Er muss also geschäftsfähig sein. Er muss außerdem natürlich auch die Chance haben, seine Willenserklärung anzufechten. Das heißt, der Annehmende sagt nichts, der wird gar nicht gefragt, weil der kriegt einen Realakt, aber der Leistende, der ist derjenige, der eine Willenserklärung abgibt. Jetzt sagen Sie, gut, klingt so richtig, steht im BGB 366, aber die herrschende Meinung sagt, selbst das ist uns noch zu viel. Wir wollen, dass die Erfüllung rein natürlich erfolgt. Wir wollen, dass auch ein Einjähriger in der Lage ist, Verträge zu erfüllen, indem er seine Rassel dem anderen in die Hand drückt. Ja? Wenn Sie einen Vertrag mit einem Einjährigen abschließen, du sollst nicht schreien, soll der in der Lage sein, diesen Vertrag zu erfüllen, auch wenn er noch keine Willenserklärung abgeben kann. Und dafür wird im Wesentlichen angeführt, wir wollen hier nicht was Kompliziertes mit drei Verträgen, zwei reichen uns doch. Also einfacher ist immer besser. Und die sagen, es gibt zwar diesen 366, aber wie 366 Absatz 2 uns zeigt, brauchen wir ihn ja gar nicht. Das heißt, selbst wenn keine Willenserklärung vorliegt, können wir den Fall lösen. Ich kann also eine abgeben, ich muss aber keine ablehnen. Ich kann erfüllen ohne jede Willenserklärung. Damit kann jeder erfüllen, auch geschäftsunfähige oder beschränkt geschäftsfähige. Die ganzen drei Theorien haben tolle Namen. Die erste Theorie heißt Vertragstheorie. Ja, Sie sehen, das heißt deshalb Vertragstheorie, weil es drei Verträge gibt. Das ist der Vertrag, der dazukommt. Die zweite Theorie heißt finale Leistungsbewirkung. Final im Sinne von zweckgerichtet. Zweckgerichtet heißt Willenserklärung, also auch da hätten Sie eine Willenserklärung, keine zwei, aber eine. Und die herrschende heißt reale Leistungsbewirkung, das heißt rein tatsächlich, wir brauchen gar keine Willenserklärung. Gut, das war nicht so schwierig. Müssen Sie dazu was in jeder Klausur schreiben? Nein, Sie müssen nur was schreiben, wenn entweder der Leistende oder der Leistungsempfänger geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfähig ist. Oder wenn einer von denen die Anfechtung der Erfüllungserklärung erklärt. Das kommt vor ungefähr einmal in 15.000 Fällen. Das heißt, Sie müssen das so gut wie nie machen, aber wenn Sie es machen müssen und keine Ahnung davon haben, ist das schlecht. Das hier haben wir schon gemacht. Wer darf erfüllen? Ganz einfach. Grundsätzlich natürlich immer der Schuldner persönlich. Er darf auch Hilfspersonen einschalten, haben wir gesehen, 278 BGB. Ausnahme ist bei höchstpersönlichen Pflichten, insbesondere bei Arbeitnehmern, gilt auch für Beamte. Ich könnte also jetzt nicht hier sagen, schick mal irgendwie die Putzfrau, die mein Büro putzt, die macht dann die Vorlesung bei Ihnen. Das ist höchstpersönlich, das kann niemand anderes tun. Ansonsten gilt aber, ich kann jeden Dritten losschicken und meine Pflichten erfüllen lassen. Und der Gläubiger darf das nicht ablehnen, außer der Schuldner widerspricht. Das heißt, sowohl der Schuldner als auch der Gläubiger müssen dagegen sein, sonst muss der Gläubiger die Leistung eines Dritten annehmen. Das haben wir gehabt, 267. An wen muss die Leistung erbracht werden? Das ist im BGB kompliziert geregelt. Wenn Sie 362 Absatz 1 lesen,
sagt er uns an den Gläubiger. Der Gläubiger kann wechseln, entweder indem er abtritt und sagt, ich möchte gerne, dass ein neuer Gläubiger wird, oder indem er stirbt und sagt, okay, ab sofort gehört die Forderung meinen Erben. Da kann er nichts mehr zu sagen, weil er tot ist. Aber das ist halt automatisch. Für alle anderen Fälle haben wir 362 Absatz 2 und der sagt, wird an einen Dritten geleistet, so gilt 185 BGB. 185 BGB haben Sie hoffentlich letztes Semester schon mal gesehen. Der sagt, Verfügung eines Nichtberechtigten werden wirksam, entweder wenn vorher schon eine Einwilligung vorlag, das heißt, wenn gesagt worden ist, du darfst Leistung für mich annehmen, oder wenn nachträglich genehmigt wird. Das heißt, wenn der Gläubiger sagt, ach komm, hast an den gezahlt, ist auch in Ordnung. Wichtig, es gibt keine Stellvertretung bei der Erfüllung, da es nicht um Willenserklärungen geht, sondern um Realakte, wie wir gerade gesehen haben. Erfüllung ist rein tatsächlich, das heißt, es gibt keinen 164. So. Um die Sache noch komplizierter zu machen, haben wir allerdings bestimmte Regelungen, die Leistungen an Personen, die nicht der Gläubiger sind, trotzdem wirksam werden lassen. Einige davon machen wir heute kurz und andere machen wir später. Hier oben steht extra drauf, nicht für die Klausur relevant, das heißt, das können Sie jetzt auch alles vergessen. Die Regelungen im oberen Block, 407, 408, und 409 betreffen den Fall, dass jemand den Gläubiger ausgetauscht hat. Und da haben wir die Variante Nummer 1. Jemand hat eine Forderung abgetreten, Ihnen aber nichts davon gesagt. Inkassofälle. Ihr Arzt hat Ihre Arztforderung an das Inkassounternehmen abgetreten und Sie zahlen an den Arzt, weil Sie davon keine Ahnung haben. Dann sagt 407, kann das Inkassounternehmen nichts mehr gegen Sie unternehmen. 408 sagt, wenn der Arzt Ihnen gesagt hat, er hat die Forderung an das Inkassounternehmen abgetreten oder das Inkassounternehmen hat die wiederum abgetreten an irgendjemanden, dann dürfen Sie an das Inkassounternehmen zahlen. Und 409 sagt, wenn der Arzt behauptet, er hätte abgetreten, er hat aber gar nicht abgetreten, dürfen Sie an dem zahlen, an den angeblich abgetreten worden ist. So, das machen wir aber alles im Detail, wenn wir uns mit der Abtretung beschäftigen. Zweitens haben wir hier Regelungen aus dem Mietrecht. Sie wissen vielleicht, wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen und das Eigentum an dem Gebäude wird übertragen an einen neuen Eigentümer, dann gilt Ihr Mietvertrag auch gegenüber dem neuen Eigentümer. Es kann aber sein, dass Sie gar nicht wissen, dass ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat und dann sagt das BGB, können Sie weiter an Ihren bisherigen Vermieter zahlen, bis Sie davon erfahren, dass ein neuer Eigentümer da ist. Kommt aber erst im Mietrecht, machen wir also Ende des Semesters. Und dann, last but not least, gibt es noch die Papierprobleme. Papier meint Folgendes, Sie haben irgendeine Urkunde, und man darf an den leisten, der die Urkunde hat. Und dazu haben wir einige Regelungen im BGB, nämlich 793 und 808 im Schuldrecht hinten und etwas obskur 370 BGB. In all diesen Fällen dürfen Sie an den Falschen zahlen und der wahre Gläubiger kann dann im Innenverhältnis nach 816 das Geld zurückverlangen. Was 816 macht, kommt nächstes Semester. So, ich habe Ihnen gesagt, drei Regelungen zu Rechtsschein, die habe ich Ihnen hier mal illustriert. 370 BGB, der Überbringer einer Quittung. Wenn Sie also einen Zettel ausgestellt haben, hier, es hat bezahlt, oder schreiben Sie auf ein Blatt Papier und unterschreiben das und legen den auf Ihren Schreibtisch und es kommt der D. und nimmt diesen Zettel an sich, dann darf der D von S das Geld eintreiben und D und S zahlt einfach an D und wird damit von seiner Pflicht frei. Wenn der D sich jetzt irgendwo nach Panama absetzt,
ist das Ihr Pech, weil Sie haben diese Quittung ausgestellt. Wer eine Quittung ausstellt, muss damit rechnen, dass an den gezahlt wird, der die Quittung in der Hand hat. Das sagt 370. Also seien Sie vorsichtig mit solchen Erklärungen. Es hat bezahlt Unterschrift. Machen Sie das erst, wenn Sie das Geld bekommen haben. Praktisch kann es natürlich eine Rolle spielen, wenn Sie irgendwie den S nicht finden können, sagen wir, der sitzt irgendwo in Südamerika, dann können Sie Ihren Freund mit der Quittung losschicken und der kann das Geld da eintreiben. Kann sagen, hier, du kriegst die Quittung erst, wenn du mir Geld gibst. Das geht auch nach 370. 793, auch eine ganz tolle Regelung, gucken wir einmal rein und sagen, ach wie toll, Sie können Papiere aufsetzen, Schuldscheine, wo Sie draufschreiben, wer dieses Papier hat, bekommt von mir 1000 Euro. Das ist ein bisschen wie bei Monopoly, da kann man solche Sachen machen. Praktisch war das früher üblich bei Schecks zum Beispiel. Bei einem Scheck steht drauf, die Bank zahlt dem Überbringer dieses Schecks so und so viel Euro. Und egal, wer den Scheck hat, der bekommt das Geld. Das sagt 793. Wer den Scheck hat, kriegt das Geld. Und dann, last but not least, 808. Jetzt werden Sie ganz verwirrt. 808 ist der wesentliche Unterschied zu 793. Es steht nicht nur drauf, der Überbringer bekommt das Geld, sondern es steht auch drauf, wer der Gläubiger ist. Das heißt, wir haben ein Papier, da steht drauf, bitte zahle 1000 Euro an Christian Müller oder Überbringer. Das ist zum Beispiel beim Sparbuch der Fall. Wer von Ihnen ein Sparbuch hat, der weiß, da steht Ihr Name oben drauf, reingeschrieben. Und Sie können mit dem Sparbuch zur Bank gehen und dann wird dann da reingeschrieben, Geld ausgezahlt. Und das Bemerkenswerte ist, die Bank kann an jeden zahlen, der das Sparbuch hat, aber, das ist das Entscheidende hier, sie muss es nicht. Die Bank muss nur an den zahlen, der namentlich benannt ist und das Sparbuch vorlegen kann. Sie darf an jeden zahlen, der vorliegt, sie muss aber nur zahlen an den, dessen Name drin steht und das Papier vorlegen kann. Wie läuft es in der Praxis ab? Die geben jedem Geld, der da das Ding vorlegen kann, weil die sagt, wir sind nicht blöd und gucken uns den Namen an, lassen Ausweise vorzeigen. Die Bank wird also frei, sobald sie jemanden mit dem Sparbuch trifft. Das finden viele ungerecht und deshalb sagt man, wenn die Bank grob fahrlässig handelt, das heißt, wenn da jemand kommt, der schon total verdächtig aussieht und nach Drogen riecht, in einer dicken Alkoholfahne, in Lumpen und ein Sparbuch hat mit 10 Millionen, da sollte die Bank vorsichtig sein und darf ihm nichts auszahlen. Außerdem muss die Bank sich natürlich an die Vertragsbedingungen halten, da steht maximal 3.000 Euro pro Auszahlung, darf ihm nicht 10.000 Euro geben. Sonst haftet sie in Höhe des Restbetrags. So, vorletzter Punkt zur Erfüllung. Wir haben im BGB manchmal Situationen, wo wir sagen, derjenige, der Schuldner ist, derjenige, der Gläubiger ist, darf die Leistung nicht mehr selber verlangen. Und das tritt auf, insbesondere dann, wenn Sie insolvent sind. Wenn Sie insolvent sind, sagt man, darf nur noch Ihr Insolvenzverwalter Ihre Schulden eintreiben. Das heißt, er geht hin und guckt, wer Ihnen Geld schuldet und der zieht das Geld dann ein. Sie kriegen das gar nicht mehr, sondern das Geld, was da eingezogen wird, wird verteilt auf Ihre Gläubiger. Damit werden Ihre Schulden getilgt. Insolvenzrecht hat den großen Vorteil, dass Sie es direkt wieder vergessen können, weil Insolvenzrecht gehört nicht zum Pflichtfachstoff. Das können Sie also direkt wieder vergessen, außer Sie wollen Schwerpunktbereich machen mit Insolvenzrecht. Was Sie allerdings blöderweise wissen müssen ist, wir haben in Deutschland Menschen, die werden nicht für voll genommen, deshalb sind die nicht geschäftsfähig. Nicht geschäftsfähig sind zum einen Kinder, Sie wissen das, 7 Jahre, Stichtag. Sie wissen auch, es gibt Geisteskranke. Ja? Diese Menschen sind nicht voll geschäftsfähig und diese Menschen haben das Problem, dass man sagt, denen vertraut man auch nicht genug, dass sie Leistungen annehmen können. Wenn Sie also einem 5-Jährigen 1 Million Euro schulden und Sie klingeln und kommen mit dem Geldkoffer und sagen, hier hast du 5 Millionen. Und er sagt, oh cool, und nimmt das Geld und packt es in den Kachelofen, verbrennt es.
oder weiß nicht, der isst das oder spült das Klo runter oder was er immer damit macht, dann haben Sie ein Problem, weil Sie müssen dann weiterhin einen zweiten Koffer mit 5 Millionen auftreiben und ihm was zahlen. Sie können gegenüber dem Geschäftsunfähigen nicht erfüllen. Sie müssen erfüllen gegenüber dessen Eltern. Die Begründung dafür ist, dass man sagt, der ist nicht empfangszuständig. Es ist zwar sein Geld, aber er darf es nicht annehmen. Jetzt sagen wir das total unrealistisch. Stellen Sie sich vor, da sind die Grundschüler in der Schule mit 8 Jahren auf dem Schulhof und da gibt es das Bütchen und die Mama hat ihm 1,50 Euro gegeben und der soll dann Kakao trinken. Praktisches Problem ist, erstens, der kann sogar keinen Kaufvertrag über den Kakao abschließen, weil er halt 6,5 ist, früh eingeschult, Pech gehabt. Aber selbst wenn er das könnte, sagen wir mal der 7-Jährige oder der 8-Jährige, sagen wir der 8-Jährige geht hin und kauft sich einen Kakao, dann fragen wir uns, was gilt denn dann? Dann gucken wir ins BGBAT und sagen, blättern und sehen da 110. Da steht dann drin, wenn er Geld bekommen hat, um sich was zu kaufen auf dem Schulhof, darf der 8-Jährige einen Kaufvertrag abschließen. Ja, darf er. Aber wir haben gerade gelernt, der 8-Jährige ist noch nicht voll geschäftsfähig. Das heißt, er ist nicht empfangszuständig, er darf also den Kakao gar nicht annehmen. Er darf also sagen, ich kaufe einen Kakao, drücke dem Verkäufer 1 Euro in die Hand und dann sagt er, okay, vielen Dank, wenn die Mama heute Nachmittag kommt, dann kriegt ihr den Kakao auch für dich mit. Das wäre die Konsequenz. Ja, nochmal, der 8-Jährige geht zum Bütchen, hat von der Mama 1 Euro bekommen und sagt, ich hätte gerne den Kakao, gibt den Euro ab und der Bütchenmann sagt, vielen Dank für den Euro und den Kakao, den kriege ich dann heute Nachmittag, wenn die Mama vorbeikommt, die Mama, und dann kann sie ihn dir geben. Dass dieses Ergebnis nicht gemeint sein kann, liegt auf der Hand. Und da sagt man, wir wenden 107, 110 analog an und sagen, wenn die Eltern dem Kind Geld geben, erlauben sie damit im Zweifel auch, dass das Kind selber die Gegenleistung empfängt. Also wenn die Mama dem 1 Euro gibt, dann darf er für das Euro auch das, was er bekommt, entgegennehmen und verbrauchen. Einverstanden? Nein. Ich sehe schon die Verwirrung. Nochmal. Wir haben in 105 folgenden nur Regelungen für Verträge. Wir haben keine Regelung für Erfüllung. Wir sagen aber, die finden entsprechende Anwendung und dazu gehört auch die vorherige Einwilligung durch Überlassung von Taschengeld. So. Letzter Punkt, ist schon übertrieben. Welche Rolle spielt die Erfüllung? Die erste haben Sie ganz am Anfang gesehen. Mit der Erfüllung geht der Anspruch unter, man kann nicht nochmal Leistung verlangen. Die zweite Regelung ist für Sie eher unspektakulär, in der Praxis aber wichtig. Mit der Erfüllung tritt eine Beweislastumkehr an. Solange der Gläubiger nicht annimmt, muss der Schuldner beweisen, dass das, was er angeboten hat, wie geschuldet war. Das heißt, bei 243.1 muss er beweisen, dass das, was er angeboten hat, mittlere Art und Güte hatte. Wenn er zum Beispiel ein Auswahlrecht hatte bei 315, muss er beweisen, dass er billiges Ermessen ausgeübt hat. Sobald der Gläubiger das angenommen hat, ist der Gläubiger in der Falle. Dann muss er beweisen, dass es was anderes war. Dass es also nicht wie geschuldet war. Und das ist für den Gläubiger manchmal schwer, weil Sachen sich verändern können. Wenn er sagt, da ist ein Kratzer drauf, dann kann der Schuldner sagen, ha, den hast du erst hinterher drauf gemacht. Das sagt 363 BGB, dann muss der Gläubiger beweisen, der Kratzer war von Anfang an auf der Sache. 363 BGB, als Erfüllung angenommen, muss er beweisen, dass es eine andere Sache ist oder unvollständig. Und anders ist es immer dann, wenn es nicht frei von Sach- und Rechtsmängeln ist, im Sinne von 433 Absatz 1 Satz 2 BGB zum Beispiel. Ja? Ja, in der Tat, das ist für den Gläubiger ungünstig. Bei Verbrauchern haben wir da kein großes Problem, weil da haben wir eine Regelung in 476, die sagt, in den ersten 6 Monaten, wenn Sie da den Kratzer entdecken, dann muss der Verkäufer beweisen, dass Sie ihn drauf gemacht haben. Das heißt, für Sie als Verbraucher läuft das ganz gut.
Wenn Sie dagegen Unternehmer sind, was ja sein kann, sagen wir, die Uni bestellt hier irgendwelche Glasscheiben oder Spiegel oder andere Sachen, dann ist die Uni Unternehmer, für die gilt diese Beweislastumkehr nicht, dann müsste die Uni beweisen, das war schon im Moment der Versendung der Fall. Und zwar sogar im Moment der Absendung, das heißt in dem Moment, wo der Versender das zur Post gegeben hat. Selbst Schäden auf dem Transportweg trägt der Empfänger, außer er ist Verbraucher. Ja? Harte Sitten in Deutschland. Was Sie für die Klausur nicht wissen müssen, ist, es gibt auch eine Regelung, dass Sie eine Quittung kriegen dürfen. Das haben Sie vielleicht gemerkt, wenn Sie irgendwo mal was eingekauft haben. Sie kriegen immer eine Quittung, wo drauf steht, so und so viel bezahlt. Da haben Sie einen Anspruch drauf. Und wenn es einen Schuldschein gibt, können Sie verlangen, dass Ihr Schuldschein Ihnen zurückgegeben wird. Wenn Sie also geschrieben haben, ich schulde dir 1.000 Euro, müssen Sie erst zahlen, wenn Sie jetzt den Schuldschein zurückkriegen. Das steht in 368, das steht sogar legal definiert, was eine Quittung ist, nämlich ein schriftliches Empfangsbekenntnis, also draufsteht, ich habe das Geld bekommen. Und 369, er sagt, Sie müssen dafür bezahlen. Also irgendwann mal, wenn der Umweltschutz noch weiter vorwärts geht, zahlen Sie nicht nur für die Plastiktüte, sondern sagen Sie, für jeden Bon, den Sie kriegen, 5 Cent, weil im BGB steht drin, Sie tragen die Kosten der Erstellung der Quittung, nicht der Verkäufer. Und 371 mit den Schuldscheinen, wie gesagt, Sie können die Papiere, die Sie ausgestellt haben, wieder zurückverlangen. So, alles, was wir bisher besprochen haben, war der Normalfall. Normalfälle interessieren uns in juristischen Klausuren aber eigentlich so gut wie nie. Wir haben immer nur die Krankenfälle. Und der kranke Fall ist immer dann, wenn Sie irgendwas anderes bekommen, als eigentlich vereinbart war. Und die Regelung des BGB dazu ist relativ knapp. Der sagt nämlich, das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger eine andere als die geschuldete Sache an Erfüllungsstatt annimmt. Damit will das BGB sagen, wenn der Gläubiger sich einverstanden erklärt, etwas anderes anzunehmen, dann ist das entweder eine Vertragsänderung oder zumindest ein solcher Fall. Dieses Einverständnis haben wir schon gehabt bei der Ersetzungsbefugnis, Sie erinnern sich düster, wo gesagt worden ist, statt Geld zu zahlen, darf ich auch mein Auto abgeben. Ist möglich. 364 Absatz 2 enthält eine ganz komische Regelung. Er sagt nämlich, wenn Sie eine neue Verbindlichkeit eingehen, dann bleibt die alte Verbindlichkeit bestehen. Das meint im Prinzip vor allen Dingen Paragraph 780. Ein abstraktes Schuldanerkenntnis. Wenn Sie sagen, hiermit bestätige ich, dass ich sowieso 1.000 Euro schulde, dann ist dieser Schuldschein, den Sie erstellen, kein Ersatz für die Kaufpreisforderung. Die Kaufpreisforderung bleibt und der Schuldschein bleibt. Sie müssen nur den Schuldschein zurückgeben, wenn Sie den Kaufpreis bezahlen. Für Sie in der Klausur bedeutet das, wenn der Schuldner dem Gläubiger irgendwas anderes gibt, also er kommt mit seinem Geldkoffer und sagt, eigentlich schulde ich dir ja 1 Million Euro, aber ich habe diesen Geldkoffer stattdessen gefüllt mit vielen kleinen Überraschungen. Nimmst du ihn an? Und dann sagt der Gläubiger, ja. Dann kann das entweder sein, dass er sagt, ich nehme den Geldkoffer als Pfand, bis du die wirkliche Schuld bezahlst, als Sicherheit. Also er könnte seine Erklärung so ausnehmen, dass er sagt, ich möchte nicht, dass du mir kein Geld mehr bezahlst, aber ich nehme das schon mal an, vielen Dank. Es kann zweitens sein, dass er sagt, ich nehme das an, guck mal, was drin ist und wenn das wirklich so viel wert ist, dann nehme ich es und wenn es nicht so viel wert ist, dann kannst du es zurückhaben. Das nennt man Leistung Erfüllung halber. Da geht es weniger um Überraschungskoffer in der Praxis, als vielmehr um Zahlung mit Kreditkarten oder EC-Karten. Wenn Sie mal im Geschäft waren und dann nicht in bar bezahlt haben, sondern mit Karte, dann haben Sie vielleicht schon gemerkt, es gibt zwei verschiedene Varianten. Variante 1 ist, Sie stecken die Karte da rein und tippen eine PIN-Nummer ein. Und dann kommt da und dann kriegen Sie das Ding in die Hand gedrückt und dann war es das. Variante 2 ist, Sie stecken die Karte da rein und müssen keine PIN-Nummer eingeben, es kommt direkt und Sie müssen was unterschreiben. Haben Sie beide schon mal erlebt? Aus eigener Erfahrung? Und Sie haben sich vielleicht gefragt, wo liegt der Unterschied? Und der Unterschied ist ganz einfach. Wenn Sie die PIN-Nummer eingeben, wird in der Sekunde eine Verbindung zu Ihrer Bank aufgebaut und in der Sekunde wird geguckt, haben Sie genug Geld
Und wenn Sie genug Geld haben, wird direkt überwiesen von Konto A nach Konto B. Wenn Ihr Konto nicht gedeckt sein soll, weil die Bank irgendwie blöd ist und einen Fehler gemacht hat, kriegt der Verkäufer in dem Moment sofort sein Geld. Das kann ihm egal sein, ob Ihr Konto gedeckt ist oder nicht. Bei dem Unterschriftverfahren haben Sie am Ende halt einen Zettel. Und mit dem Zettel kann der Verkäufer zur Bank gehen. Und dann geht er mit dem Zettel zur Bank und sagt, hier, Herr Sowieso hat gesagt, bitte überweisen Sie an mich 1.000 Euro. Und dann sagt die Bank, gucken wir mal, aha, ist noch Geld auf dem Konto, das kriegen Sie. Wenn da kein Geld auf dem Konto ist, sagt die Bank, nö, der kann nichts versprechen, was er uns gar nicht hat, der hat gar kein Konto bei uns. Oder er ist pleite oder was auch immer. Dann kriegt der Verkäufer sein Geld nicht. Jetzt frage ich ihn mal rein praktisch, warum soll dann irgendeiner diese Nummer mit dem Unterschreiben machen? Genauso ist es. Die Banken nehmen für die Nummer mit der PIN erhebliche Gebühren, bis zu 3% von dem, was sie bezahlen. Das heißt, 3% gehen an die Bank, diese 3% hätte der Supermarkt aber gerne lieber selber und deshalb wird der Supermarkt hingehen und sagen, im Zweifel mache ich das mit der Unterschrift. Wenn aber das mit der Unterschrift nicht klappt, hat der Supermarkt keinen Anspruch gegen die Bank, das heißt, er geht ins Leere und dann möchte der Supermarkt gerne das Geld bei Ihnen wiederholen. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal dahin gehen und er Sie wiedererkennt, dann wird der Supermarktmensch sagen, ha, vom letzten Mal kriege ich von Ihnen noch so und so viel Euro, zahlen Sie bitte Ihre alten Schulden ab. Und das nennt man Leistung Erfüllung halber. Sie sagen, ich zahle nicht bar, wie ich eigentlich müsste, sondern stattdessen verspreche ich dir, meine Bank zahlt für mich. Die Unterschrift sagt nur, ich verspreche, meine Bank bezahlt meine Schulden. Mehr sagt Ihre Unterschrift nicht. Wenn die Bank Ihr Versprechen nicht erfüllt, ist die ursprüngliche Kaufpreisforderung nicht erloschen. Das heißt, Sie müssen trotzdem noch die Kaufpreisforderung bezahlen. Ja? Einverstanden? Bei den PIN-Nummernverfahren ist das anders. Da ist die Kaufpreisforderung direkt erfüllt. Das Geld ist sofort da. Selbst wenn die Bank keine Lust haben sollte, ist das egal. Das Geld ist da und damit ist die Sache erledigt. Bei Unterschrift haben Sie immer noch die zweite Runde. Wenn das Konto leer ist, müssen Sie dann halt in bar bezahlen. Die Leistung an Erfüllung statt hat allerdings ein Problem. Da Sie möglicherweise tauschen Geld gegen Sache, Sie schulden 1.000 Euro und geben Ihren Gebrauchtwagen, kann es sein, dass Ihr Gebrauchtwagen schlechter ist als Geld. Zum Beispiel, weil er Unfallschaden hat. Zum Beispiel, weil er irgendwie nach Zigaretten riecht. All diese Probleme treten bei Geld nicht auf. Geld kann auch nach Zigaretten riechen, aber Sie wissen, Geld stinkt nicht. Das heißt, man kann mit dem nach Zigarettenrauch stinkenden Geldschein genauso gut bezahlen wie mit einem frisch gedruckten. Das BGB hat versucht, dieses Problem zu lösen in 365, indem es sagt, wird eine Sache oder ein anderes Recht an Erfüllung stattgegeben, so hat der Schuldner wegen eines Mangels in gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr zu leisten. Vereinfacht gesagt, tut das BGB so, als hätten Sie einen Kaufvertrag geschlossen. Im Sinne von, ich schulde dir 1.000 Euro und verkaufe dir jetzt mein Auto für 500 Euro. Das heißt, du würdest mir 500 schulden, ich schulde dir 1.000 Euro und das wird verrechnet. Und deshalb werde ich so behandelt, wenn ich meinen Gebrauchtwagen abgebe, als hätte ich von vornherein den Gebrauchtwagen verkauft. Ja? Also der Käufer wird gleichzeitig Verkäufer seines eigenen Gebrauchtwagens. Man braucht aber keine zwei verschiedenen Verträge, weil der 365 sagt, bei der Leistung an Erfüllung statt, werde ich so behandelt, als hätte ich mich als Verkäufer verpflichtet. Um Ihnen zu zeigen, wie schwierig das ist, habe ich diesen tollen Fall mir heute Morgen ausgedacht. Wir haben den Opa O. Und Opa O hat einen Pferdehof. Und auf dem Pferdehof gibt es eine 18-jährige Enkelin E. Und E liebt die Pferde und reitet regelmäßig dort auf allen Pferden hin und her. Und der Opa möchte seiner Enkelin eine Freude machen. Und er sagt, ich habe dieses tolle Pferd mit dem Namen Fury. Und ich möchte dieses Pferd Fury schenken. Und er hat ein bisschen Sorge und deshalb geht er zum Notar und sagt, Notar, mach mir mal einen schönen Schenkungsvertrag. Und der Notar macht einen tollen Schenkungsvertrag und das ist alles super.
Dann kommt es zum Tag, wo er seiner Enkelin das Pferd schenken will. Und es kommt, wie es kommen muss. Genau an dem Tag hat Fury einen Unfall und sieht gerade schlecht aus. Aber er weiß, ich habe noch andere Pferde und sagt, mein anderes Pferd, dem Namen Black Beauty, ist ja genauso toll. Und er übergibt und übereignet seiner Enkelin E Black Beauty. Aber es kommt, wie es kommen muss. Black Beauty hat Pilze. So, Black Beauty hat Pilze. Das wusste der Opa nicht, weil das konnte er noch nicht sehen im Moment. Aber dieser Pilzbefall breitet sich aus und das Pferd sieht hinterher aus wie ein Monster und ganz furchtbar. Und die Enkelin weint und heult und sagt, Opa, Opa, ich möchte, dass mein Pferd behandelt wird. Mach das Pferd wieder gesund. Und Opa sagt, ne, ich kenne das, nimm mir Schenkengaul, schaut man nicht ins Maul. Ja? Und wir fragen uns jetzt, hat die Enkelin gegen ihren Opa einen Anspruch auf Behandlung des Pferdes aus wo 65 BGB, ach, 365 BGB, wenn ich schon richtig schreiben, in Verbindung mit 437 Nummer 1, 439 Absatz 1 BGB. So, dann gucken wir erstmal in unseren 365. Fangen wir mal vorne an. Was brauchen wir denn dafür? Wenn wir uns diesen Paragraph angucken, was setzt der denn voraus? BGB. Diese Norm. Was setzt der voraus? Ja. Super. Wir brauchen zunächst mal ein Schuldverhältnis. Haben wir ein Schuldverhältnis? Was meinen Sie? Was ist das für ein Schuldverhältnis hier so? Was macht der Opa? Eine Schenkung. Ja, Schenkung, Paragraph 516, Schuldverhältnis haben wir. Wurde eine andere Sache an Erfüllung stattgegeben? Andere Sache als was denn? Fragen Sie sich. Ja? So ist es. Er sollte Fury schenken, jetzt hat er Black Beauty geschenkt. Black Beauty ist was anderes, eine andere Sache als Fury. Sie wissen, Tiere werden wie Sachen behandelt, 90a BGB. Also, ein Feature dem anderen, Voraussetzung gegeben. Gut, check. Was ist dann die Folge des 365? Fury, Black Beauty, also dasselbe. Was sagt das BGB? Ja? Ja. Also ihr müsst gucken, liegt ein Mangel der Sache vor. Wenn Sie jetzt gucken, ein Mangel der Sache wie ein Verkäufer, dann müssen Sie wohl wo gucken? Ja? 434. Gucken wir da mal rein. Wann liegt denn ein Mangel einer Sache vor? Wann ist ein Pferd mangelhaft? Notenbereich 1 bis 3 Punkte. Was sagt uns der 434? Wann ist ein Pferd mangelhaft? Ah.
Ja, also zunächst mal, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat, man hat aber gar nicht darüber geredet, ob es Pilze oder nicht Pilze haben soll, oder auch konkludent kann man aber nichts unterstellen. Zur üblichen Verwendung eignen, naja, wofür braucht man so ein Pferd? Zur vereinbarten Verwendung, ja, die wollte zum Reiten haben. Naja, man kann auch ein Pilzpferd reiten, das mag vielleicht irgendwie eklig sein, aber kann man auch. Aber in der Tat, man könnte überlegen, ob hier 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 zweite Variante vorliegt. Das heißt, das Pferd nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich sind. Würden wir sagen, weist das Pferd nicht die Beschaffenheit auf, die bei Sachen der gleichen Art üblich sind? Was sagen Sie so als Pferdekenner? Keiner kennt sich mit Pferden aus, seht ihr schon. Alles Tierfeinde hier. Ja, was sagen Sie denn? Ja? Das fällt jetzt eigentlich nicht so sehr von der Rolle. Also ich bin kein Tierarzt. Ich weiß auch nicht, wie schlimm das ist, aber ich meine, hat es vier Beine und... Ja, vier Beine... Ja? Jedenfalls ist es nicht gewöhnlich, aber die Frage ist halt, ob Pilze quasi wesentlich sind für die... Ja... Muss es wesentlich sein? Was sagt das BGB? Wann ist ein Pilz ein Mangel? In 434. Ja? Ja? Hervorragend. Ja. Also die erste Voraussetzung, es muss unüblich sein, also von dem Üblichen abweichen. Und die zweite Voraussetzung ist, der Käufer darf es nicht erwarten müssen. Also dann wurde es selbstverständlich, dass es passieren kann. Was sagen Sie dazu? Liegt das vor bei dem Pilz? Ist das üblich? Ja, das denke ich auch. Üblicherweise sind Pferde gesund und die Enkelin hat das auch nicht erwartet. Ja, damit liegt ein Sachmangel vor. Und dann, wie ein Verkäufer soll er haften? Dann gucken wir in 437. Da steht, ist die Sache mangelhaft, so kann der Käufer Nacherfüllung verlangen. Nacherfüllung steht in 439. Der Käufer kann als Nacherfüllung die Beseitigung des Mangels verlangen. Na wunderbar, also muss der Opa die Behandlungskosten leisten. Aber dieses Ergebnis hat ein Problem. Nämlich, welches Problem haben wir mit diesem Ergebnis? Wenn Sie mal in 524 reinschauen, dann steht da drin, verschweigt der Schenker arglistig einen Fehler, so ist er verpflichtet, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Hat er eine nur der Gattungsnach bestimmte Sache versprochen, so muss er eine fehlerfreie liefern. Das heißt, wenn unser erstes Pferd hier unser Fury Pilze gehabt hätte, hätte der Opa keinen Cent zahlen müssen. Denn wenn er nicht arglistig verschwiegen hätte, dass das Pferd Pilze hat, wäre er nicht dran gewesen. Jetzt hat er aber großzügigerweise statt Fury Black Beauty geliefert. Und wir fragen uns, kann das einen Unterschied machen? Kann es sein, dass der Opa jetzt, da er ein anderes Pferd geliefert hat, auf einmal in der übelsten Haftungsfalle dran ist und alle Behandlungskosten für den Tierarzt bezahlen muss, während er beim richtigen Pferd nichts hätte bezahlen müssen. Und was sagen Sie dazu? Das ist ja keine schwierige Frage jetzt. Ist das gut oder ist das schlecht? Einfach mal so von Ihrer Intuition her. Ist das gerecht? Ja? Ja, dieses Ergebnis wird den Opa überraschen und es sollte uns auch überraschen. Und wir können davon ausgehen, der Gesetzgeber hat da wohl nicht dran gedacht. Und was machen wir, wenn der Gesetzgeber versehentlich etwas zu böse geregelt hat, also zu streng geregelt hat? Was tun wir dann als Juristen? Und wir sagen, das hat der Gesetzgeber nicht gemeint.
eine teleologische Reduktion. Was heißt teleologische Reduktion? Was ist der Unterschied zur Analogie? Hervorragend. Wir grenzen den Sinngehalt der Norm entgegen dem Wortlaut ein. Und das dürfen wir hier machen, weil wir hier sagen, dieses Ergebnis wollte der Gesetzgeber offensichtlich nicht haben, dass der arme Opa in die Haftungsfalle gerät. So, damit sind wir auch mit den Erfüllungssurrogaten am Ende, haben aber nicht geschafft den Annahmeverzug. Daher machen wir den dann morgen. Und morgen machen wir dann auch weiter mit der Aufrechnung. Fängt beides mit A an.